Das Grosslabor, wo wir hier sitzen, wir sind auf der zweiten Galerie, und das ist so gross konzipiert worden, weil man eben auch eine Rakete hätte wollen können reinstellen oder einen Satellit. Und in diesem Raum hat man eigentlich die meisten so Testanlagen gebaut. Es sind praktisch 50 Jahre, als ich da involviert war. Jede Periode hat so seinen Charme und seine Tücken. Und es war jede für sich auf eine Art interessant gewesen, mit all den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die man immer wieder hatte in dem Projekt. Von der Contraves in Oerlikon haben wir eine Offerte bekommen, in einer relativ kurzen Zeit ein Instrument zu fliegen von Sardinien aus. Und ich habe dann den Auftrag bekommen, so einen Sensor physikalisch zu entwickeln und auszuwählen, mit welchem Typ Instrument wir das machen. Und wir haben dann ein Instrument ausgewählt, das relativ harmlos ist und robust, aber wo eine Hochspannung braucht. Und das ist dann die erste grosse Schwierigkeit gewesen. Dazu mal hat es die Kabel und Stecker jetzt nicht gegeben. Und wir haben nachher in Bern spezielle ummantelte Kabel kreiert und auch spezielle Stecker. Und es hat ein bisschen ulkig ausgesehen von weitem, aber sie haben total funktioniert. Ja. Der Peter Eberhardt hat Gehäuse entwickelt. Und ich habe den Magnet gerechnet und habe das System entwickelt. Und er hat es dann einfach mit Bleistift auf ein Papier gezeichnet. Und irgendein Zeichner hat es dann noch richtig gezeichnet. Und dann haben wir es gebaut. Dazu mal haben wir nicht gewusst, wie man so Kampagnen macht. Wir sind dann auf das Sardinien und haben, glaube ich, am Schluss in diesem Sardinien festgestellt, dass wir das Öl vergessen haben. Und das war schon mal Drama gewesen, weil wir relativ schnell Öl braucht, und da ist also einer von den Mechanikern mit dem Ölbindli müsse auf das Sardinien fliegen. Das ist dem Sardinien, das ist eigentlich nicht eine zivile Organisation gewesen. Es ist eigentlich sind militärische Raketenversuche gemacht worden, und parallel zu diesen Versuchen hat man eben so einen Abschussturm installiert, wo man dann hat wollen, zivile Forschungsraketen starten. In diesem Szenario waren wir mit unserer Zenit-Rakete wahrscheinlich einer der ersten Nutzer dieser Abschussrampe. Vom Moment an, wo die Experimentatoren sagen, ist alles okay, geht es vielleicht noch eine halbe Stunde und dann wird die Rakete gestartet. Und dann geht es recht brisant. Pro Sekunde geht man 1 Kilometer im Mittel nach oben, und man muss durch das so schnell messen und auch eine schnelle Telemetrie haben. Wir haben dann die Daten direkt abschreiber ausgewertet, mit Bleistift und Lineal. Im Extremfall hat man nachher nach so einem Raketenflug hinten dran etwa 50 Meter Papier oder 100 Meter Papier, so aufgerollt. Das ist dann alles so hinten rausgekommen. Also die Auswertung ist relativ schnell gegangen, weil es ein einfaches Instrument war. Innerhalb von etwa 2-3 Monaten haben wir die Daten ausgewertet und ich konnte meine Dissertation schreiben. Das ist recht schnell gegangen. Das Gute in Bern ist, dass wir eigentlich die ganze Technik in-house produziert haben. Wir haben Testanlagen, wir haben Vakuumanlagen, wenn wir etwas nicht in Bern gemacht haben, hatten wir einen Chefingenieur, der es genau begleitet hat. Und er war auch immer der Einzige, der eine Krawatte hatte. Wir hatten eigentlich kein einziges Instrument, das einen Failure hatte. Wir haben immer alle Instrumente funktioniert. Und das war schon eine Teamwork-Arbeit. Es war wirklich ideal und es war faszinierend. Das war zum Teil für die Familie nicht so einfach. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich noch einmal das Gleiche machen würde. Man kann es nicht mehr vergleichen, wie es jetzt ist.